Emotionen. Regen. Starke Ballwechsel. Der erste Ludwigshafener Challenger hatte von allem etwas. Schade war eigentlich nur eines, dass das Finale zwischen Jannik Hanfmann und Filip Horanski nur 57 Minuten dauerte. Mit dem besseren Ende für Jannik Hanfmann. Der Weinheimer Bundesligaspieler ist dank des glatten 6:3 und 6:1 Erfolgs der erste Sieger des Turniers. Immer wenn man sich einen Siegerpokal schnappt, dann fühlt es sich sehr gut an. Ich habe eine tolle Woche gespielt und habe mich heute auch mit einem guten Match belohnt. Und ja, tolles Gefühl, gerade auch in Deutschland vor vielen Freunden und Familien, das dann zu schaffen. Das macht es dann noch besonders. Ein besonderes Turnier ist es, der Challenger in Ludwigshafen. Auch weil die Organisatoren mit ihren Helfern eine logistische Meisterleistung hinlegten, konnte erstmals ein so großes Turnier dort stattfinden. Wir hatten wirklich guten Zuschauerschnitt. Gerade Montag, Dienstag, Mittwochabend waren richtig volle Tage hier auf der Anlage. Wir sind absolut zufrieden und freuen uns auch auf die nächsten 5 Jahre. So lange läuft der Vertrag mit dem Verband nämlich noch. Hanfmann kündigte bereits an, dass er im kommenden Jahr seinen Titel verteidigen möchte. Mit einer Einschränkung. Sollte er sich für Wimbledon qualifizieren, würde er den heiligen Rasen der Ludwigshafener Asche vorziehen. In diesem Jahr scheiterte er in England knapp in der Qualifikation. Mit dem Turniersieg am Rhein meldete er sich jetzt eindrucksvoll zurück. Ja, das war schnell. Also das habe ich mir so nicht erhofft, aber ich habe schon geglaubt, okay, wenn ich meine Leistung bringen kann, dass das durchaus auch so passieren kann, weil ich einfach ein gutes Tennis gespielt habe diese Woche. Und den Trend möchte er in Braunschweig fortsetzen. Dort stand Jannik Hanfmann heute schon wieder auf dem Court. Keine Verschnaufpause für den Karlsruher.